Servus Leute, Knorr wieder hier. Na, wie geht's? Heute fliege ich die IL-237, also Ilyushin 237. Das ist ein Schlafflugzeug. Schon komme ich ins Stolpern hier. Schlafflugzeug bei den Russen. Battle Rating 3.3. 2 37mm NSK 37 Maschinenkanonen an Bord. Und 2 7,62mm SCAS MGs. Und in der Kanzel, also hinten mein Heckschütze, der hat noch auch eine 12,7 cm Berezin MG an Bord. Maximalgeschwindigkeit 380 km/h, wenn ich gerade ausfliegen würde. Tue ich ja meistens nicht. Und ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen was hier, weil ich habe schon versucht, zwei aufzunehmen. Irgendwie einmal Aufnahme abgebrochen, einmal scheiß Match gehabt. So, B-25. Solche großen Flugzeuge sind natürlich für mich immer gute Ziele dann. Ja. Das war schon mal nix. Yep, da habe ich den runtergeholt, den Flügel weggeballert. Brecher? Der hat ja irgendwie gerade gekillt. Habe ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Das sieht auf jeden Fall echt cool aus, das Flugzeug. Ich meine, es sieht nicht so modern aus. Also anders jetzt als die P-61, die noch, obwohl sie in den 40er Jahren gebaut wurde, noch ziemlich modern aussieht. Also 1940er. Ja klar, wieso erwähne ich das? Ich meine, noch gibt es ja keine 2040er. Immer schön zur Seite gucken. Darauf achten, was so um einen herum passiert. Den kriege ich vielleicht auch noch weg. Vernünftig anwinkeln, so halbwegs. Sonst, ja, er will verschwinden, aber er schafft's auch. Verdammt. Oh ja. Ich glaube, der schießt nicht selbst. Ich glaube, das sind die automatischen Schützen. Aber es kommt ungefähr hin. Jetzt fliege ich mit 3,15. Also ist nicht viel. Ich glaube nicht, dass ich die B25. Ne. Jetzt hat sich den Kill jemand anders geholt. Obwohl ich Schaden drauf gemacht habe. Ich verstehe nicht, wieso ich kein Kill Assist bekomme. Gut. A20. Jetzt müssen wir mal drehen. Hier kommt die Frecke. Ja, es ist ihm. War es abgeflogen. Oh komm, den kriege ich noch. Er versucht zu landen. Der ist so hardcore, der Typ. Kritischer Treffer. Ich kann nicht hinterher fliegen. Ich werde außerdem schon stark getroffen. Flugzeug zerstört, trotz allem. Oh Gott, wie lange soll ich ihn hier noch durchhalten jetzt? So zerschossen. Oder so angeschossen zumindest. Ja, eine P-51 zu verfolgen. Das ist natürlich clever mit dem Schlafflugzeug. Weil man auf jeden Fall langsamer ist. Aber, er dreht. Das wird natürlich nichts. Ist klar, da wo wir an Fläche, da ist natürlich das Handling ein bisschen schwieriger. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht weiter verfolgen. Es sei denn, er würde jetzt nochmal drehen. Da fliegt. Oh! Jetzt oder nie? Eher nie. Gut. Ja, mit solchen Leistungen kann ich natürlich nicht mithalten. Das gibt mein Flugzeug nicht her, aber jetzt kommt er näher. Ich muss es nochmal probieren. Ja, das wird nichts. Scheiße. Schön wäre es gewesen, aber okay, ich muss jetzt erstmal drauf verzichten. Vielleicht kriege ich die SP-2C hier noch. Oh, Flugzeug zerstört. Bester Heckschütze ever. Den kriegt er auch noch irgendwie. Juhu! Doppelschlag. Schöne Sache. Ich habe noch nie ein Video gesehen. Ich meine, das gibt's. Ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich habe noch nie ein Video gesehen, wo einer einen Dreifachschlag gemacht hat. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich gerade so in den letzten anderthalb Jahren eigentlich gar keine, oder so gut wie gar keine Warfunder-Videos mehr geguckt habe von anderen. Eine Zeit lang hat mich das Spiel auch nicht so interessiert.
Das ist vielleicht auch gefallen, habe ich halt andere Spiele. Erstmal gespielt die H8K. Nachfolger von der H6, glaube ich. Ja, der ist natürlich so klobig. Den schießen wahrscheinlich andere runter noch vor mir. Ja. Wie gesagt, das ist so ein Ziel. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal eine japanische Bombe geflogen bin, der erste japanische Bombe, dachte ich, was für ein Scheiß. Hinten sah es aus, als wäre so ein Balkon drauf. Dann hat man das Gefühl gehabt, das Ding kann mehr oder weniger nur geradeaus fliegen und jeder Tipper, ja, nach links oder rechts, sorgt dafür, dass das Flugzeug komplett instabil wird. P61 wäre möglich, ja. Komm, 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 ja. Oh. U7. Ja. Okay. Nee, doch, so schnell kann ich nicht hochziehen. Ah, scheiße. Aber ich bin mittlerweile immerhin auch noch schwerer getroffen worden. Ich glaube, ich kann mich bald verabschieden hier. Hurricane habe ich gesehen, fliegt auf mich zu. Zumindest in meine Richtung. Also entweder probiere ich nochmal die H8 oder ich muss mit rein da hinten. Ich hoffe, ich bald meine Klappen hinten. Ich gebe echt schon alles, aber man sieht erstmal, wie langsam ich bin. Dann fällt es erstmal richtig auf, Hurricane. Oh. Ich weiß nicht, ob er stirbt. Ich glaube ja, ich sterbe. Oh ja, sieht nicht gut aus. Abschusshilfe und ich flatsche ins Wasser. Flupp! Schade, wäre natürlich geil gewesen, hätte ich noch einen runterholen können. Vom Himmel. Gegnerisches Flugzeug, meine ich. Aber immerhin 5 abgeschossen. Die Hurricane ist auch eklig hier. Die ist richtig eklig. Gut, fliege ich mit der Ilyushin 2M, 43er Modell. Also ich meine, der Einsatz war es wert. 5 Abschüsse und wie viel Abschusshilfen? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Kann mich damit jetzt auch nicht befestigen oder beschaffen. Oder ich bin so aufgeregt. Beschäftigen oder befassen. Oder will ihn noch nicht killen, ne? Doch, er will ihn killen. Ich schmeiß die Bomben raus, die brauche ich jetzt hier nicht. Ich hätte sie noch ein bisschen als Schwungmasse nehmen können oder als Antriebmasse hier. Aber ich komme auch so recht schnell runter. Schaffe ich den noch? Schwierige Sache. Oh, das wird nicht so einfach. Treffer, aber es reicht nicht. Ah ja, gute Position. Ja, du wirst hier nicht landen. Zip. Wow. Okay, das war knapp. Das war richtig knapp. Der hätte mir auch locker den Flügel wegreißen können. Güte 15. Aha. Okay, ich habe die Bomben wieder parat. Und werde sie hier nicht brauchen. Da sind zwar noch Schiffe da hinten, aber das lohnt sich gar nicht, die jetzt anzugreifen. Gut, mal ein bisschen die Kollegen motivieren hier. Denn wir spielen ganz gut gerade. Weg mit dem Zeug hier. Halifax, dachte ich mir gerade, das wäre natürlich ein gutes Ziel, aber ist weg. Ich muss sagen, ich fliege eigentlich recht gerne mit Schlachtflugzeugen, auch wenn man manchmal so ein bisschen im Nachteil ist, gerade wenn man von wirklich schnellen Jagdflugzeugen verfolgt wird. Zum Beispiel Japanern. Finde ich eigentlich schlimmer als jetzt irgendwie Amerikaner. Ziel aussuchen. Der kriegt da drüben noch einen weg.
Ich meine, wir dominieren, das ist eine schöne Sache. War ja auch nicht so häufig. In letzter Zeit habe ich auch viele Matches, selbst wenn man was geleistet hat oder wenn auch andere was geleistet haben, wir verlieren trotzdem. Auf irgendeinen taktischen Spielfehler heraus. P47 vielleicht? Weiß nicht. Könnte aber klappen. Natürlich blöd, die kommen jetzt hier rüber. Verständlicherweise. Wir haben ja deren Flugbasis hier annektiert, sozusagen. Nicht gerade freundlich übernommen. Oh, komm her. Oh, shit. Oh ja. Oh ja. Ah. Und die Spit muss ich noch kriegen hier irgendwie. Okay, okay. Ja. Und einer hinter mir. Und nein, du. Oh, der ist so schön rammt. Oh. Hat du Feinde gemacht? Mit Raketen weggefickte. Naja. Gut, leider schon das zweite Flugzeug verloren, aber hat sich immer noch gelohnt, der Einsatz. Also. Andersrum wäre es schlechter gewesen. 7 Flugzeuge verloren, nur 2 Abschüsse oder so. Und wieder ein paar Abschusshilfen hier zusammengekratzt, sozusagen. Gut, bin gar nicht so weit oben, wie ich dachte. Aber andere haben einfach mehr geleistet. Sieht man, 13 Abschüsse da, 9 Abschusshilfen. Das ist eine ganze Menge. Das muss man auch zugute halten, dass er natürlich da oben ist. Und wir haben gewonnen. Ja, coole Sache eigentlich. Mit nur 2 Einsätzen. Also 2 Einsätzen für Flugzeugen. Diese Abschüsse erreicht zu haben. Gerade mit den Schlachtflugzeugen. Die sind ja ein bisschen schwerer zu handeln. Aber das brauche ich, glaube ich, noch nicht extra erklären. Ja, sieht doch ganz nett aus. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh, würde mir helfen. Viel Spaß noch beim Zocken. Wir sehen uns demnächst, bei was ich auch immer ich spiele. Und ich sag mal, bis dann. Ciao, ciao.